Alright. Machen wir eine Stelle weiter, wo wir gestern aufgehört haben hier. So. Guck mal, 2 Stunden 16. War das doch nicht so lange gestern? Besiegte Kolosse 8. Ja, 8 schaffe ich heute wahrscheinlich nicht, aber mal schauen. Ja, so 4, 5. Würde ich eigentlich schon gerne. Das ist natürlich wieder die Frage, wie lange ich brauche, um das rauszukriegen. Ich die besiege. Also, obwohl die letzten waren eigentlich relativ gut verständlich. Das war diese Sequenz von gestern. Glaube ich zumindest. Ah ja, genau. Genau, das haben wir gestern noch gesehen. Ausgetrockneter See. Schauen wir mal, wo der ist. Wo sich der befindet. In die ungefähre Richtung hier. Stimmt, bin ich nicht darüber geritten sogar noch wieder? Ah. Oh. Wo ist mein Pferd? Drin oder hat? Wo ist der Gaul? Aro! 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 Vor allem, ich höre es laufen irgendwo. Ach, da! Doch, da drin. Aro! Alright. So. Genau, da über diese Brücke wieder. Und dann wahrscheinlich ein bisschen weiter nach links, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich mal diese Eidechsen suchen soll, beziehungsweise dieses Obst, was mir ja gestern gesagt wurde. Das eine ist ja scheinbar für Ausdauer, das andere für Leben. Also ganz raus habe ich noch nicht, ob das jetzt wirklich dann permanent bleibt oder ob das nur so eine Art Buff sein soll. So, müssen wir hin. Ja, da irgendwo hin scheinbar. Das ist auf jeden Fall noch so ein Schrein. Wie gesagt, ich werde mal auch alle Dinger da mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob da wirklich ob man das irgendwie später braucht. Ich glaube ja nicht, aber dann sind es auch auf der Karte markiert. So. Hinten sieht es ein bisschen düster aus, fällt mir gerade auf. Wettertechnisch. Da müssen wir wahrscheinlich hin, schätze ich mal. Okay, müssen weiter da Richtung Berg. Oh.
stellt er sich da manchmal hin. Normalerweise, genau. Guckt er sich da, dann reitet man schneller. So, da rein oder was? Oh, oh, oh. Ah, das ist schon der ausgetrocknete See wahrscheinlich hier. Hier ist echt ein bisschen düster. Da vorne geht's rüber, okay. Hier. Mal. Oh, dieses Pferd, ne? Er will es nur leicht korrigieren und der Gaul dreht komplett ab. Jetzt sehen wir schon, dass ich wahrscheinlich direkt hier auf den Boss treffe. Oh, hier ist es aber richtig dunkel. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Da kann ich jetzt natürlich auch nichts abchecken. Ah, wahrscheinlich hier. Da ging ja der Lichtstrahl eben hin, zumindest in die ungefähr Richtung. Boah, die Höhle sieht aber auch fett aus. Nicht schlecht. Oh, das ist er doch schon. Oder? Schauen wir mal, was er kann. Er sieht auf jeden Fall mal wieder hart gepanzert aus, ey. Ist das die Schildkröte? Oh, 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 oh. Ich finde es gut, dass sie mittlerweile auch so ein paar richtige Angriffe drauf haben. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas... Wow. Was geht? Dass hier irgendwas mit den... Hier, wo sind sie? Diese Geysir oder so? Ich würde den einfach mal da drauf locken, ehrlich gesagt. Wenn das geht. Weil guck mal, der ist jetzt nicht aktiv. Bleibt definitiv auf meinem Pferd gerade. Achso, ich kann auch alle sehen. Ich glaube schon, dass das... Oh, okay, der geht ziemlich hinter mir her, der Schuss. Ruf hier. Ist richtig? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Boah, aber die Schüsse sind richtig böse. Ich glaube, ohne Pferd kann ich dem gar nicht ausweichen. Los, 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 los. Los, Agro. Mit Pferd geht es auf jeden Fall besser. Guck mal, ich versuche den trotzdem noch mal ein bisschen weiter nach vorne zu locken. Oder warte mal. Anderes. Kriegt mich das vielleicht noch hoch? Ah, das hat. Oh, krass. Das hat sogar so Dinger drunter. Nein, das war schon scharf. Okay. Ah, aber guck mal, weil ich. Ah, okay, ist doch richtig. Weil er jetzt da drunter steht, wird er hochgehoben und dann kann ich unter die Füße schießen. Nein, wechsel. Ach, okay. Okay. Eins. Brauche ich nicht mehrere Treppen. Zwei. Fällt er um? Wie so ein Käfer auf dem Rücken, ey. Geil. Okay. Nehmen wir auch den Bauch. Wie groß das Ding auch wieder ist, ne? Warte mal. Oh nein. Der Fessel. Kann ich noch festhalten aus? Vorne Fell gewesen? Ah, hier. Right. Okay, sind schon mal drauf auf jeden Fall. Ich muss noch die Schwachstellen finden. Das ist halt hier ein bisschen tricky dann, weil ich kann den vorher nicht anleuchten. Also weil ich ja in der Nähe... Ah, hier wird doch eine Schwachstelle sein irgendwo, oder? Oh, den Bau. Wie lang der auch hin? Das ist tatsächlich nur zum Hochklettern. Okay,
Thema. Kannst du dich festhalten hier? Kann er nicht. Ja, cool. In dem Fall. Machen wir das Ganze nochmal. Aber guck mal, von der Idee her war es schon mal gut. So viel kannst du eh nicht machen in der Gegend. Also ist der Kopf wahrscheinlich seine Schwachstelle. Und vielleicht hinten noch? Schätze mal. Jetzt müsste angehen. Oh, 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 oh. Trifft er? Nein, steht nicht richtig, oder? Oh, hä? Geht so halb durch gerade noch irgendwie. Zählt das noch nicht bei uns? Ma, jetzt hört das Ding auf. Okay. Red ich zu mir. Da müsst ihr eigentlich genau drauf stellen. Ein bisschen dreht. Ein bisschen, habe ich gesagt. Nicht so weit. Obwohl, ja, doch, perfekt. Hä, jetzt muss ich zählen. Ah. Hä? Okay. Muss ich jetzt hier schießen? So. Also ist das hier scheinbar tatsächlich nur zum Hochklettern. Oh, kann nämlich der zerquetschen. War hier ein Scheiß einfach ausführen, oder? Okay, komm. Ich kann nach oben. Halt. Der kann sich ja nicht festhalten, ey. Das ist doch. Wandern. Ich hier nichts sehen. Oh. Oh nein, das Geysir jetzt hier. Ich glaube, ich soll ein bisschen weggehen von ihm. Das ist fertig. Ich glaube, das ist jetzt schon gut rüber, oder? So, rechts mal. Oh, jetzt kann es angehen schon. Ja. Ich müsste echt nicht da. Ich hab gedacht, ich müsste in den Fuß schießen. Hä? Ja, keine Ahnung, warum ich das gerade nicht machen musste. Aber spannend. Ja. Ist aber auch ehrlich gesagt gerade nicht. Hier ist ja auch nur Panzer. Ja,
Das war auf jeden Fall kein Damage hier. Das scheint auch nichts zu sein. Ich sagen, muss ich tatsächlich nur hoch schnell genug? Versuch mal nach vorne zu rennen. Er hält sich nirgendwo fest. Er hält sich einfach nirgendwo fest. Das gibt's doch gar nicht. Das ist eben das, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Schwachpunkt jetzt ist. Hm. Jetzt kommt ein Pferd mal wegen so gut. Los, 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 weg hier. Ich kann den Umwerfen draufklettern. Das scheint auch wichtig zu sein. Das hat sich bis jetzt keiner gemeldet und irgendwas anderes gesagt. So, jetzt macht er wieder das hier. Da fällt er sogar von alleine. Aber selbst am Kopf ist er komplett gepanzert. Das gibt's ja gar nicht. Der Schwachpunkt muss irgendwo anders sein. Er hat auch nur das Fell hier unten. Gehen wir nach links. Und hier was? Das sieht doch danach. Nein. Da. So. Wir halten nur noch die anderen Punkte finden. Der Umschleuer wieder. Gut ist, hier verliert man so gut wie keine Ausdauer gerade. Das ist nicht schlecht. Also ich verliere effektiv Dack. Ja doch, aber den Strich da noch. Ich war schon über die Hälfte abgezogen. Jetzt noch? Das leuchtet glaube ich nicht mehr, oder? Doch, das zählt immer noch. Wir wollen ganz kurz regenerieren jetzt. Da immer noch zu gehen. Hat der nur diesen einen? Kann das sein? Das wäre aber schon ein bisschen strange. Hä? Hä? Interessant. Na gut. Der war ja schon mal relativ easy so zum Einstieg.
Das war neu. Ja, cool. Das war Nummer 9 dann in dem Fall.